Da gibt es noch eine zweite LE-Sonnencreme, die ich mir auch geholt habe und die ich jetzt grob eine Woche getragen habe. Und was ich zu der sag, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute wieder über ein Sanozonenprodukt. Weil die haben ja doch ein bisschen was in LE rausgebracht. Ich denke mal, dass sie ein bisschen rumprobieren wollen, was da noch so gut ankommt. Und wir sprechen heute mal über die Hyaluron-Sonnenfluid-Geschichte von Sanozon in Lichtschutzfaktor 50. Und das ist eher schon so ein Produkt, was ich mir nochmal kaufen würde. Denn 30 finde ich so vom Lichtschutzfaktor her halt echt schon viel zu gering, weil ich bin nicht jemand, ich wiege mir nicht die Sonnencreme morgens ab und mache sie mir dann aufs Gesicht, sondern muss halt manchmal schnell gehen, ne? Und da ist halt was im Lichtschutzfaktor 50 besser als 30, denn ihr wisst ja, für mich zählt eigentlich nur der UVA-Schutz und der muss gegeben sein und da kann man ungefähr durch 3 rechnen. Und da haben wir bei 50 dann einen wesentlich höheren als bei 30. Ich dachte mir bei dem Produkt hier, ohne die Inhaltsstoffe zu checken, Hyaluron, das könnte eher was für mich sein, weil ich bin ganz ehrlich, alles, was bis jetzt so auf dem Markt ist, ist für meine Haut zu schmierig. Na, also ich mochte ja schon die Drops ganz gerne, aber wenn man jetzt das Ganze mit der hier vergleicht, die ja auch recht gut ist, die ist schon um einiges reichhaltiger wie das hier. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, solche Sachen auszuprobieren, denn ich habe schon wieder verschiedene Reviews über die Creme gelesen und gesehen, wo es halt hieß, die ist nix, die ist zu schmierig, die zieht nicht gescheit ein. Bei mir zieht die unwahrscheinlich gut ein und bei mir funktioniert die auch echt gut, aber das liegt nicht an dem Hyaluron. Ich finde so, das einzigste Manko an ihr ist, dass sie halt sehr deutlich parfümiert ist. Na, also sie ist zwar nur mild parfümiert, der Parfum-Inhalt, also das Parfüm ist nicht zum Ende hin, sondern ich glaube, das ist vorletzter, vorvorletzter Inhaltsstoff. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich blende euch einfach die Inhaltsstoffe wieder ein. Und ich weiß wieder mal nicht, was es gekostet hat. Denn das ist auch so ein Produkt, was du nur in der Filiale bekommst. Kannst es also nicht im Online-Shop bestellen. Aber ich bin ganz froh, dass ich die geholt habe, weil, wie gesagt, die funktioniert auf meiner Haut bis jetzt am allerbesten. Ohne Scheiß. Aber ihr müsst euch über eins sicher sein, wenn ich habe ja eher so eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Wenn ihr solche Produkte habt, die auf so einer Haut eher funktionieren, dann sind sie alkohollastiger als jetzt beispielsweise ein Produkt, was ein bisschen reichhaltiger ist. Ne? Und ich kann tatsächlich da von dem Produkt die entsprechende Menge auftragen und es ist geil. Es ist wirklich geil und ich kann sogar noch eine Creme drunter tragen und das ist auch noch in Ordnung. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist ein Produkt, was ausschließlich fürs Gesicht ausgelegt ist. Ich habe es bis dato aber auch schon oft gemacht, dass ich eben normale Sonnenschutzprodukte auch im Gesicht aufgetragen habe. Aber wenn es halt so Gesichtsprodukte gibt, dann haben die dementsprechend dann auch ein bisschen bessere Filter, die in Richtung UVA-Schutz besser funktionieren. Und daher verwende ich dann gerne doch inzwischen auch so Gesichtsprodukte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich schon hier gesagt habe, das hier, also Hyaluron, ist an der Stelle wieder ausschließlich nur Marketing. Das hat doch Sanozon wirklich nicht nötig. Echt nicht. Denn der Stoff ist ganz zum Schluss drin und es ist auch nur ein Hyaluronsalz. Ne? Also das bewirkt gar nichts. So der Grundgedanke, den ich hatte, bevor ich das gekauft habe, ich habe keine Inhaltsstoffe gecheckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht mit Vorurteilen da an die Sache rangehen wollte. Der Grundgedanke war halt eben, vielleicht funktioniert die auf meiner Haut besser. Denn auch ich habe mit diversen Konsistenzen Probleme.
Zum Beispiel die Pink Cream von No, die basiert ja auch, die ist ja auch eher so eine wässrige Basis, also die ist auch nicht so reichhaltig. Aber dennoch habe ich genau mit der Konsistenz Probleme, die will einfach bei mir nicht in die Haut rein. Also da musst du schon einige Momente rumcremen, bis die halt wirklich in der Haut drin ist. Und wenn ich dann noch zufällig ein bisschen eine feuchte Haut habe, dann geht es halt noch schwieriger, ne? Und das habe ich halt einfach festgestellt. Ihr müsst bei solchen Produkten, wenn ihr irgendwie eine Review seht, geht davon aus, derjenige hat eventuell so einen anderen Hauttyp wie ihr. Und bei mir ist es eben die Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Und daher funktioniert die einfach richtig gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass jemand mit trockener Haut, der gleichzeitig dann auch eine empfindlichere Haut hat, mit der nicht gut zurechtkommt. Denn sie ist halt beduftet, sie ist mild parfümierend, aber das riecht man schon raus. Und ich finde auch, auf dem Gesicht spürt man das auch. Und wenn jetzt jemand halt wirklich eine trockene Haut hat, dann könnte das sein, dass das halt vielleicht schon ein bisschen kribbelt oder brennt sogar. Bei mir tut ein bisschen was. Also ich merke den Duftstoff schon. Ich merke auch, dass hier ein bisschen mehr Alkohol im Spiel ist. Denn man hat wieder so diesen leichten Cooling-Effekt auf dem Gesicht. Aber dennoch ist es für mich einfach ein Top-Produkt. Wenn das jetzt noch unparfümiert wäre, dann hätte sie die halt wirklich abgehängt um Weiten. Aber die ist auch nicht schlecht, nicht falsch verstehen, ne? Würde ich mir die nachkaufen? Auf jeden Fall. Wenn ich noch zu einer kommen sollte, vielleicht. Denn ich habe eben noch die andere hier. Und du solltest ja Sonnencreme nicht zu lange aufbewahren. Denn es ist meistens so, dass die Filmbildner mit der Zeit halt einfach kaputt gehen und im nächsten Jahr du dann nicht mehr so viel von deiner Sonnencreme hast. Anscheinend, man hat ja immer so ein bisschen gemunkelt, nach einem Jahr solltest du deine Sonnencreme wegschmeißen. Fürs Frühjahr kannst du die vom letzten Jahr schon noch verwenden, aber so Gesichtsprodukte würde ich jetzt auf jeden Fall nicht zu lange verwenden und nicht über Monate, viele Monate hinweg. Also die Sachen müssen halt schon leer werden. Von dem her hortet Sonnencreme nicht. Was halt eben bei den Sanozon-Produkten schade ist, die werden halt auch von Rossmann aus dem Sortiment genommen, ne? Aber Gott sei Dank ist die eine wieder gekommen. Und die ist halt bis dato nur ein LE-Produkt. Ich mag die Konsistenz, die funktioniert für mich echt mega gut, aber ich kann mir vorstellen, dass die wieder verschwindet. Kennt ihr die? Habt ihr die schon ausprobiert? Schreibt es gerne unten mal in die Kommentare. Ihr findet unter dem i noch ein Video, was ich vor kurzem aufgenommen habe über die Drops. Und ich werde euch auch sonst noch ein bisschen Produktinfos unter das i packen. Ihr guckt da einfach mal rein. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.